Hallo, ich bin die Sandra Fenzel vom Pferdeinsider.com, ganzheitliche Pferdegesundheitsexpertin und Trainerin. Und ich möchte mich heute mal mit einem relativ einfachen Thema beschäftigen. Bodenarbeitsstricke und auch deren Verschlüsse, also Haken und Karabiner, was eigentlich schon wichtig ist und oft zu wenig beachtet wird. Die richtige Ausrüstung in der Bodenarbeit ist wirklich eine wichtige Sache und ich sehe immer wieder, dass sich Leute und auch Pferde einfach schwer tun, weil sie die nicht ganz korrekte Ausrüstung oder zumindest nicht die optimierte Ausrüstung für dieses Pferd bzw. auch für diesen Bodenarbeitstrainer gefunden haben. Ich möchte euch einfach mal einen kleinen Überblick geben über die Palette an Stricken, die es so gibt. Und da muss auch jeder Trainer für sich individuell herausfinden, mit was komme ich und auch mein entsprechendes Pferd am besten zurecht. Grundsätzlich ist es mal wichtig zu unterscheiden zwischen den verschiedenen Verschlüssen, also Karabinern. Das hier ist der eigentlich sehr bekannte und klassische sogenannte Panikhaken. Der Panikhaken heißt deswegen so, weil er eigentlich die Funktion hat, dass wenn ein Pferd in Panik erschrickt und eine kurze, schnelle Bewegung macht, dass er von sich selber aufgehen sollte. Meiner Meinung nach ist es leider nicht immer der Fall, dass im richtigen Moment der aufgeht. Also ich habe auch schon Pferde in Panik gesehen, wo der sich leider nicht gelöst hat, wo es einfach sinnvoll gewesen wäre, aber es hat halt nicht funktioniert. Aber in der Bodenarbeit, wenn Leute damit kommen und damit üben wollen, ist es leider manchmal so, wenn ein Pferd mal schüttelt oder so oder auch einfach mal eine schnelle Bewegung macht, dann steht man auf einmal nur mal mit dem Strick und ohne Pferd da. Also das ist eben ein Verschluss, den ich persönlich in der Bodenarbeit niemals verwenden würde, weil ich es nicht für sinnvoll erachte und ich würde maximal ein Pferd damit anhängen, weil eben, wie gesagt, dieser Panikhaken sich mehr oder weniger undefiniert auch mal öffnen kann. Also das ist jetzt eher kein Bodenarbeitsstrick für mich. Dann gibt es hier, also das ist jetzt eine Longe, aber die hat eben auch einen Karabiner. Karabiner gibt es eben in verschiedenen Ausführungen und da muss man auch immer ein bisschen schauen, wie ist einerseits die Mechanik des Pferdes, also wie stark ist zum Beispiel eben die Nickbewegung im Pferd und andererseits auch, wie ist die Topografie des Gesichtes, also wie ist die Nase des Pferdes und auch, wo hänge ich so einen Karabiner dran. Wenn ich den jetzt auf den Knotenhalfter da unten dran hänge, dann ist meiner Meinung nach es weniger schlimm, sage ich jetzt mal, wie bei einem Kappzaum, wenn ich ihn vorne direkt auf die Nase hänge und das ein riesen Karabiner ist. Also wenn der Karabiner zu groß ausfällt, der fällt jetzt zum Beispiel relativ groß aus, das ist so ein Western Snap, ja, den dreht man dann so. Also der fällt relativ groß aus für jetzt wirklich Arbeit am Kappzaum. Muss man schauen, ob das fürs Pferd okay ist oder ob einfach die Nickbewegung zu groß ist und der dann einfach auch fast zu viel Eigendynamik macht und damit das Pferd auf der Nase auch stören und irritieren kann. Ja, also das muss man wirklich schauen. Generell den Verschluss finde ich sonst nicht so schlecht, aber es ist mir auch schon passiert, dass der am Pferd sozusagen ein bisschen angekommen ist, sich selber gedreht hat und auch da einfach aufgegangen ist. Ja, also da, auch wenn das nicht so häufig vorkommen kann, passieren kann es trotzdem, muss man verstehen. Ja. Eben diesen oder auch diesen ganz primitiven Karabiner mag ich gar nicht ungern, weil die normalerweise, also wenn die jetzt nicht irgendwie klemmen oder so, grundsätzlich an und für sich solide halten und eben auch deutlich leichter und kleiner sind. Ja, und deswegen auch für die Kappzaumarbeit in den meisten Fällen ganz gut geeignet sind, meiner Erfahrung nach. Dann ist es natürlich auch noch eine Möglichkeit, dass man einfach sowas verwendet, ja, dass man im Endeffekt einen Strick einfach durchfädelt. Der große Nachteil ist natürlich, dass man dann im Endeffekt den Strick relativ langsam nur aufmachen kann, wo man ihn reingefädelt hat. Ja, das hat man eh gesehen, das dauert, bis man das wieder aufhat. Also das ist eher was, wo man nicht ständig den Strick runter machen muss. Ich persönlich verwende jetzt das, zum Beispiel diese Konstruktion, hauptsächlich fürs Handpferdereiten, weil da kann ich eben unkompliziert an Halfter oder eben auch mal an Knotenhalfter, wenn es sein muss, den dranhängen und auch wenn das Pferd galoppiert, ja, der hat relativ wenig Eigendynamik, weil er einfach wenig Gewicht hat und hat eben auch keine metallenen Anteile, sodass wenn das jetzt irgendwie mal gegen einen Unterkieferast oder so mal klopfen könnte, ja, dann ist das dem Pferd auch auf keinen Fall unangenehm. Ja. Also eine primitive Möglichkeit, wie man das verwenden kann, einfach einen Strick, einen Knoten, einen festen Knoten rein, am besten noch ein bisschen verschweißen sozusagen, ja, dass das wirklich festhält und dann ist das auch eine einfache, unkomplizierte Art,
Pferde vom Boden aus und ohne Karabinerschäden sozusagen zu arbeiten. Und was natürlich dann wichtig ist, neben dem Karabiner, ist natürlich auch die Dicke des Strickes und auch das Gewicht des Strickes, beziehungsweise auch eben die Strickeigenschaften, sage ich immer. Also ich verwende zum Beispiel zum Handpferdereiten gerne so ein bisschen dünnere Stricke, also den habe ich jetzt aus einer Seilerei einfach gekauft, weil man natürlich beim Handpferdereiten, man hat eine Gerte, man hat zwei Zügel und dann hat man eben auch einen Strick noch fürs Handpferd und wenn man kleine Hände hat, dann kommt das schon relativ viel zusammen. Deswegen mag ich da lieber so einen dünnen Strick, wie so einen dicken Bodenarbeits- oder auch Western-Seilstrick, ja, weil das macht schon gleich mal ein bisschen was aus. Ja. Deswegen für mich das ganz angenehm, gerade zum Handpferdereiten. Für die normale Bodenarbeit verwende ich am liebsten solche schweren Stricke, ja, weil die wirklich gut in der Hand liegen und weil man dadurch einfach auch ein besseres Gefühl für seinen Strick hat und dadurch langfristig auch wirklich besser agieren kann. Leichte Stricke, so wie dieser hier, die fallen, oder auch der ist noch leichter, die fallen schon gar nicht so richtig, ja, und die haben auch nicht wirklich dann eine berechenbare Dynamik, sage ich mal. Also wenn man wirklich im direkten Vergleich das mal genommen hat, so einen leichten Strick und so einen schweren Strick, ja, dann ist das ein ganz anderes Gefühl und auch ein ganz anderes Arbeiten und auch Umgreifen. Ja. Also das würde ich jedem mal empfehlen, mal mit einem wirklich leichten Strick zu arbeiten und dann im direkten Vergleich mit so einem schweren Western Rope, das macht wirklich was aus. Ja. Also wenn ihr das Gefühl habt, ihr tut es euch immer schwer mit eurem Seil in der Bodenarbeit, dann kann es wirklich auch am Seil selber liegen. Und was auch sehr unpraktisch ist, ist dieses Seil, das ist wirklich sehr steif. Also man sieht, man kann das nicht mal richtig wickeln. Ja, also das hat wirklich so ein ganz schlechtes Wickelverhalten und das ist halt auch nicht sehr angenehm und sehr praktisch in der Bodenarbeit. Deshalb geht ruhig mal in ein Geschäft, ja, die möglichst ein bisschen Auswahl haben. Nehmt mal verschiedene Stricke in die Hand, ja, vergleicht die einfach mal. Vielleicht idealerweise eben bevor ihr sie kauft, ja, und dann werdet ihr auch sehen, wie die sich anders anfühlen und auch wirklich verschiedene Eigenschaften haben und damit auch zu einem besseren oder schlechteren Bodenarbeitsergebnis führen können. Ich hoffe, ich habe euch ein paar Anregungen geben können. Bodenarbeit ist so eine tolle Sache und ich finde es auch ganz wichtig für jedes Pferd, nicht nur in der Winterzeit, wenn die Plätze gefroren sind, sondern eigentlich das ganze Jahr über, weil man so viel vom Boden aus einfach gymnastisch erarbeiten kann, das Pferd dabei im Blickfeld hat und einfach wirklich eine gute Vertrauens- und Respektarbeit erarbeiten kann, bevor man überhaupt in den Sattel steigt. Wenn euch das Thema Bodenarbeit interessiert, dann schaut euch gerne auch mal auf pferdeinsider.com das wirklich tolle Produkt von Andrea Jenisch, einer ganz kompetenten und sehr erfahrenen Ausbilderin an. Sie beschreibt da in diesem Video ganz genau, wie sie welche Hilfen vom Boden aus verwendet und gibt. Und es ist ein fortlaufender Kurs, der eben wirklich die Blickschulung des Trainers verbessern soll und wirklich zu einer harmonischen Kommunikation und Arbeit vom Boden aus für Trainer und Pferd führen soll. Viel Spaß mit diesem Video und bis hoffentlich bald.